Hi Leute und herzlich willkommen bei Tizi Schubesch. Ja, und ihr hört es. Hören Sie es? Ich höre nichts gerade. Ich höre nur das. Unser neuen Klang ist da. Dolby Digital 8.1 ist da am Start. Wenn du so reinschreist, dann machst du so. Okay. Ja, mit deiner Fratze, Jungs. Ja, wir kommen, Jungs, wahrscheinlich zu einem der letzten Pack-Openings, würde ich mal sagen. Obwohl es kommt noch. Mit Points, denke ich, dieses Jahr. Was meinst du, Pack-Opening? Ich glaube, es kommt nur noch Footy Winner Cup oder so irgendwas, die Footy Winner Karten. Da werden wir vielleicht nochmal investieren, Jungs. Aber wir haben uns gedacht, hier sind 20 Sets von den 55k Sets. Hier sind nochmal 300k Sets. Wir haben 24.000 Points drauf. Die werden wir verzieren und gucken einfach mal, was drin ist. Ich würde sagen, machen wir abwechselnd oder? Komm. Dann Lego. Oh. Man muss ja sagen, aktuell zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt das Video aufnehmen, gibt es noch das Best-of, ne? Es gibt noch alles zu ziehen, ja. Es gibt noch alles zu ziehen. So, kommen wir zu meinem Set. Abfahrt, Walkout. Ist da? Nee, ist nicht da. Läuft, Alter, läuft. Wen haben wir denn da? Unbekannt. Karte unbekannt. Mann, da muss jetzt aber auch mal ein Walkout rauskommen. Ey, bei dem Team, was es noch gibt, brauchen wir echt noch was, ne? Da muss jetzt. Komm, das sind 24.000 FIFA-Points. Ich mein, yay. Ihr wollt uns doch nicht hier am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Und jetzt kommt das nächste Set. Ja! Hast du es gesehen? Marcelo. Marcelo. Dani Alves. Ach du Kacke. Ein Walkout, ein 85er Dani Alves. Das schlechteste Walkout ever, Alter. Nein, komm. Jetzt aber. Ja, Menschenskinder, was ist da los? Komm, Tizi Banani, machst du für mich. Vollbringst du für mich jetzt, okay, Kumpel? Der Kumpel ist bereit. Macht sie es? Ja. Der Kumpel ist bereit. Für was Großes. Nein, Cousin. Ist enttäuschend, Junge. Was soll die Kacke? Ich frag ihr egal, was die Kacke soll, ne? Ach du Scheiße. Hast gesehen? Ja, Silber. Nur Verträge. Ja, und dann Silber-Kollege noch. Jetzt war ein Walkout. Das darf nicht wahr sein, Jungs. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr aus diesen Sets hier rausgezimmert habt, falls ihr die gezogen habt. Ja, also ich muss ehrlich sagen, die 100 und 125k Sets waren die schlechtesten in letzter Zeit. Muss man einfach... Ja! Deutschland. Nein. Philipp Lahm. Digga, was ist los mit dir? Du ziehst einen Dani Alves RV, du ziehst einen Philipp Lahm RV. Was soll das? Warum machst du sowas? Was ist das, Alter? Sag mir, warum machst du sowas? Ich würde fast sagen, ich habe dann auf 200k jetzt die Chance, oder? Kommt drauf an, was ich jetzt ziehe! Ich würde schon sagen, dass ich die Chance habe auf 2. Wenigstens hatte ich mal 2 Walkouts drin. Wenn es auch scheiß Walkouts waren, du kannst ja noch so ein anderes Set auch machen. Mach noch so eins. Öffnen wir noch so eins hier und da ist er drin. Ich glaube, das wären die besseren gewesen. Glaube ich nicht. Sicher? Bin mir sicher. Hier mit Rocklu sagt doch schon alles, ey. Schöne Stuttgarter Terrotte nochmal. Jetzt wird's ernst. 100k-Set, Jungs, kommt schon. Was? Ist drin. 3, 2, 1, Walkout. Und die fallen wieder durch, ne, wie... Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch was geht bei den 100 oder 125k. Ich sag, da geht nichts. Ich sag, die haben das so zurückgedonnert, so da dermaßen. Da ist einfach der Hake von Walkout ist einfach draus. Sag ich auch. Das ist einfach unmöglich. Außer ich mach das Unmögliche jetzt möglich mit einem Walkout! Mann! Mann! Wir reden hier von 200 Euro. 200 fucking Euro. Talers. Jungs, letztes 100k-Set. Kommt schon. Titel von Pack Opening, das schlechteste Pack Opening ever. Also Jungs, die Sets waren scheiße. Dann nehmen wir hier auf jeden Fall noch 2 untauschbare Team of the Season-Spieler. Ich würde sagen, leg los. 3, 2, 1. Kein Walkout. Klick. Nee, kann doch gar nicht sein. Ach, Patz die Scheiße. Patz dann.
Der muss untauschbar, das ist ja, tauschbar. Entspann, sein Cousin ist entspann dich, Scheiße! Oh. Oh, Elia, 500 Pace, aber sonst, ja, Jungs, war nicht wirklich was drin hier, ja. Ich würde sagen, die 100 Karte waren ja eine Schweinerei, wirklich, ey. Das war eine alles jetzt, Alter. 200 ja. Euro waren das. Ja, ist eine Schweinerei. Ich würde einfach sagen, Jungs, wir sind raus. Wenn ihr das gefeiert habt, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, Jungs. Und ihr seht's ja, vielleicht haben wir die Sets nach diesem Video auch noch zu öffnen. Sehen wir mal, was wir zuerst bringen. Ich denke aber, genau. Ja, dass wir zuerst kommen, ne? Ja. Und dann würde ich sagen, Jungs, haut rein. Ciao. Ciao.